Ein Blick aufs Meer wollte ich gerade sagen, aber es ist ja ein See eher. Man kann ja das genau hier erkennen. Man kann das nicht unbedingt Meer nennen, ne? Denn hier unten ist das Meer. Und hier links ist das Meer. Ja, und ja, voll interessant, aber egal. Wir haben die Dunkle Bruderschaft und die Arena, letzte Aufnahme, abgeschlossen. Das heißt, wir müssten jetzt zum Beispiel was machen? Ich habe alles. WTF. Ich habe alles. Warum habe ich bitte als Arena groß... Was zum Henker? Ich verstehe das jetzt nicht. Kämpfe. Warum steht da, ich habe alles? Ich habe alles. Ich würde gerne wissen, was da noch bitte ist. Warum habe ich zwei Questverläufe, Dingens da, bitte, wenn ich fragen darf. Egal. Gucken wir einfach mal, was das jetzt genau sein soll. Sag es mir. Schätzchen, sag es mir. Los. Ich grüße euch. Leck. Wie an, wenn das nicht das Drachenherz ist. Ja, das bin ich. Wettbewerb, was? Hört zu, das sind keine. Bla bla bla. Oh Gott. Ich habe alles. WTF. Wo steht da? Ich habe alles. I have all. Keine Ahnung, aber egal. Ja, auf jeden Fall noch ein Elfenschild. Was habe ich eigentlich für Zeug dabei? Muss ich irgendwas wieder abliefern? Ne, das war ich doch von. Ich bräuchte vielleicht noch ein paar Pfeile. Ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Den Rest habe ich alles gemacht. Da habe ich noch. Wie wäre es, wenn ich hier meinen Kugel des Brandes verzauber? Schön, schön. Nein, da ist gar nichts drauf. Da ist wieder ein kleiner. Alles reinstoppen. Alles, was passt. Größer wieder. Klar, keine geringe. Rein damit. Sollte mir es erst reichen. Ach, du kriegst auch noch was. So bitte. Nam, nam, nam. Ich fütter meine magischen Gegenstände. Ich fütter sie. Okay. Das heißt, jetzt wieder ein paar Pfeile kaufen und dann kann es auch losgehen. Und zwar machen wir dann, ich habe keine Ahnung, was wir dann machen. Ich habe echt keine Ahnung. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wen haben wir hier? Großartig. Ihr seid der Großmeister. Ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinz. Ihr seid der Beste. Kann ich euch folgen? Ich würde euch nicht zur Last fallen. Nun gut, folgt eurem angesehenen Großmeister. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Wir haben einen Stalker. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Das heißt, was machen wir mit unserem kleinen Stalker? Wir bringen ihn zu unserem Haus, als kleinen Diener vielleicht. Natürlich können wir ihn die ganze Zeit mitschleppen, aber er stirbt halt ziemlich schnell. Und wollen wir, dass er stirbt? Nee. Wir wollen unseren größten Fan auch nicht verlieren, unseren Stalker. Vielleicht sollten wir, wenn er uns wirklich auf die Eier geht, einen Gerichtsbeschluss einholen, dass er sich nicht mehr auf 10 Fuß uns nähern darf. Oder wir töten ihn einfach. Das geht natürlich auch. Falls er überhaupt nachkommt. Na komm. Wehe, du nimmst irgendwas aus meinem Haus, ne? Dann gibt's ein paar Klatsche. Also richtig Prügel jetzt, ne? Merk dir das. Hey, ja, oh groß. Warte hier, ja, genau hier. Hier und jetzt? Was wäre es denn mit da drüben? Nein. Es muss hier sein. Na ja. Gut, na gut. Ihr seid der Großmeister, was? Genau. Gorsch mir und alles wird gut. So. Nein, das will ich nicht. Was machen wir denn? Todesgewisper. Einmal in der Woche. Bla, das kennen wir. Ärger mit den Goblins. Merisa schlug zwei Arten vor. Mit den Goblins, genau. Das haben wir auch nochmal. Zuge der Ork. Kaufe ein Haus in Bravil. Verderbnis und Bewusstsein. Wie viel Gold haben wir? Dann würde ich vielleicht... Wir haben 13.000 Gold. Das heißt, ich würde vielleicht mal unsere Häuser komplettieren. In der Kaiserstadt einmal. Das heißt, in diesem Shop hier im Marktbezirk, da können wir direkt unsere Pfeile kaufen und unser Zeug. Unsere Einrichtung. Damit wir
nicht mehr so ein leeres Haus da haben. Ja, ja. Das hätten wir hier links bei den Brüdern. Drei Brüder Handelswaren. Da rein, dort kaufen. Und glücklich werden. Du da. Was? Ja, genau du. Wie geht's? Ja? Bestechen, wow. Ich kann dich nur bestechen. Toll. Seht euch nur um. So ein bisschen. Und du hast auch Stahlpfeil. Das trifft sich ja prima. Aber erstmal hier shoppen. Ihr seid. Danke. Warte mal, vielleicht kann ich das mit dem Falsch noch ein bisschen hochtreiben. Wenn es vielleicht ein bisschen ihr glaubt billiger ist. Doch nicht, nein, natürlich nicht. Nein, nein, okay. Ich hör auf. Junge. Danke. Und zack, schon ziemlich viel Geld verloren. Aber gut, die Stahlpfeile kommen noch hinterher. Danke. Ich denke mal, das reicht erstmal. Empfehlt mir. Ja, ich werde es meinen Freunden sagen. Ich habe für mein Haus in der Kaiserstadt alles gekauft, was Sergius im Angebot hatte. Das heißt, als nächstes machen wir das mit dem Haus in Bravil und dann kümmern wir uns vielleicht um ein paar kleine Nebenquests, damit wir die auch ein bisschen da erledigt haben. Und dann kümmere ich mich um die Hauptquest. Ja. Das sollte gehen. Oder vielleicht erstmal die Hauptquest. Nee. Ein paar Nebenquests. Alles, was ich jetzt noch da herumfliegen habe. Darum kümmere ich mich jetzt. Sollte doch gehen. Sollte auch nicht allzu viel sein an Nebenquests, die ich jetzt habe. Das kann ich bestimmt alles in dieser Aufnahme machen. Ist ja Wochenende und so. Da geht hier alles. Könnt ihr immer ein gutes. Ja, das will was ich. Was darf ich euch anbieten? Wie magst du mich denn? Du magst mich sehr. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. So, zeig mal, was du so Schönes hast. Du hast ein bisschen mehr und das ist allesamt ein bisschen teurer. Ihr müsst mir schon ein. Du bist eine kleine. Schöne macht Frau, mir was? Ein Bess. Waldelf. Gib mir. Dieses. Es ist teuer, aber es lohnt sich letzten Endes gar nicht. Aber was? Ich will das ja sowieso alles irgendwann mal ihr gekauft haben. Also zu handeln. Sollte es doch eigentlich. Shit, Eorzen. Da, noch ein paar Stahlpfeile. Komm, gib's kommt mir. Kommt wie? Jawohl. So. Ich habe für mein Haus in Bravil alles gekauft, das Nilavin im Angebot schön hatte. Dann besuchen wir einfach mal unser kleines Häuschen. Und schauen so, was denn da alles so ist. So tolles. Wow. Okay. Haus, ich komme. War das das untere oder das obere? Ich weiß gar nicht. Nee, das untere müsste es gewesen sein, ne? Lag. Was ist denn heute wieder los? Mai Bravil, was? Ja, komm. Da. Alles samt hier eingerichtet. Hier lag unser Zeug noch, deswegen ist da so ein bisschen alles durcheinander geflogen. Aber naja, was soll's. Nicht besonders schön. Und ja. Letzten Endes ist es doch eigentlich vollkommen unnütze. Vielleicht mal eher ein teureres Haus kaufen und dort die Einrichtung holen. Aber naja, jetzt haben wir es. Dort haben wir noch haufenweise Zeug. Das nehme ich mal mit zu meinem Haus in der Kaiserstadt am besten. Das heißt, ich reise nochmal kurz dorthin und schmeiße da alles rein. So, Tür geht wieder zu. Raus hier. Und zurück zur Kaiserstadt. Und von dort aus machen wir dann die ganzen Nebenquests, die wir gerade so haben. Sollten, glaube ich, wirklich nicht besonders viele sein. Falls doch, egal. Wird jetzt gemacht. So. Hopp. Leck. Ah. Na komm, spring. Ich sag springen und du springst, Junge. Nein. Danke. Schönen Tag. Ja, euch auch. Oh, hallo. Ich weiß, sie meinten mich nicht, aber trotzdem. Ich kann. Jetzt können wir das Haus hier auch mal besichtigen. In voller Montur. So. Ey, du hast was umgekippt. Bei Asura, bei Asura, bei Asura. Es ist der Großmeister. Ich kann es kaum. Ich kann es auch kaum glauben, dass ich so einen großen Fan habe. Naja, gut. Weg hiermit erstmal. Damit auch. Die drei Herzen. Lecker. Feuersalz, lecker. Frostsalz, Gampaut. Lecker. So, das sollte reichen. Warte, ich habe doch wahrscheinlich noch komplett zerstörte Ausrüstung.
Beziehungsweise mein Bogen ist leicht ramponiert, aber egal. So, jetzt erstmal auf die Quests. Todesgewisper. Einmal in der Woche Ärger mit den Goblins. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Wo ist das denn? Das ist hier. Das könnte ich eigentlich machen. Das ist, glaube ich, auch eines der nächsten. Ich mache es einfach wild durch die Gegend. Man könnte eigentlich auch mal schwimmen, oder? Was meint ihr? Nee, wäre ein weiter Weg. Nee. Geborstene Holz-Dingens. Was war jetzt was? Wo musste ich schleichen? Ich weiß es nicht. Das lässt sich gleich herausfinden, indem ich so schlug zwei Arten, weil umzuspringen. Die eine sei, den Totenkopf der Goblins aus der Holznarbenhöhle zu stehlen. Nein, du sollst nicht automatisch laufen. Holznarbenhöhle, das ist geborstene Holzhöhle. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Gut. Machen wir. Was haben wir denn hier? Da war doch ein Haus. Eine Siedlung. WTF. Was haben wir denn hier? Cropsford. Achso, hier wollten die Siedlung bauen. Oder wie? Aber egal. Dort ist... Achso, die haben hier schon angefangen. Wir sind hier nicht komplett fertig geworden. Aber nun gut. Oh, ihr seid stark. Fällt mir gerade auf. Leichtes für mich, komm. Leichtes für mich. Pam. Nimm das wieder. Stahlpfeile. Danke. Dietriche. Nein, ich wollte den Dietrich haben. Danke. So. Jetzt. Schleichen. Am besten. Nee, oder auch nicht. Wann ist es denn endlich? Da hinten. Ganz weit weg. Kommen wir schon hin irgendwie. Nach langer Zeit. Okay. Ja, komm. Langsam Zeit hier, ne? WTF. Ach, da ist noch zwei Goblins. Noobs. Na komm. Ich würde euch gerne treffen, aber egal. Na komm. Na, verfehlt. Bald ist meine Magie ja auch vorbei, ne? Also, lass es Sinn. Warte. Ich sollte doch vielleicht... Ja, wir haben eine Seele gefangen. Und das machen wir jetzt mit allen. Wir schwächen die erstmal allesamt und fangen dann Seelen. Nein, komm. So, jawohl. Ihr habt eine Seele gefangen. Verbessert. Ah, wir sollten rasten. Prima. Das freut mich doch. So, jetzt. WTF. Hier sind noch zwei. Scheiße. Ihr seid ziemlich stark. Ja. Das stört mich ein bisschen. Aber ja. Ja, töte ihn einfach mal und dann bin ich glücklich. Bluthandscharmütze. Ich sollte vielleicht aufhören, mit diesem Schwert auf die drauf zu schlagen, aber egal. Nein, bitte nicht. So, erstmal das hier dann wieder. Aua. Ja, komm. Alter, Schwede. Die sind schon heftig, die Viecher. Heiliger Bimbam. Okay, jetzt erstmal das dort rein und das geht natürlich nicht, aber jetzt nein, auch nicht, aber jetzt. Nein! Idiot. Fuck, Idiot. Na komm. Nein, verfehlt.
Bam. Meine Güte. Schwere Brocken. Gefällt mir nicht. Warten wir noch mal ein bisschen, bis wir geil sind. Okay, dann wollen wir hier rein. Nochmal schnell speichern. Kurz am Kopf kratzen und... Der in einem was zum... Kraftwerk erzeugt oh, wurde, iTunes, ich hasse dich. Hörbücher, yeah. Von Bill Bryson. Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Toller Autor, lustig. Zwar nicht die typische Art von Büchern. Aber toll. Na komm. Typi. Du siehst mich nicht. Warum siehst du mich, du Idiot? Manu. Ich will nicht, dass du mich siehst. Na komm. Komm her. Ja komm. Ja, komm, Kleiner. Ja komm. Ja, du hast ja nicht... Ist groß... Kein Seelenstein ist groß genug. Was zum Henker? Das finde ich jetzt fies. Keine. Das brauche ich jetzt... Groß... Brauche ich als Größere für die. Ach nee. Was brauchst du denn? Ein Großer? In dem brauchst du einen Großen. Was zum Henker? Schmeiß sie doch einfach in Größere. So. Oder tun sie das automatisch? Ich weiß es gerade nicht. Mehr. Wie das genau war. Wie das genau ablief. Aber egal. So, speichern. Dann geht's hier also ran und ein bisschen schleichen. Toll. Sind irgendwie Eileiden, Ruinenstücke, wie auch immer. Was zum Henker, wo geht der denn? Ein Schamane? Interessant. Wo geht der denn? Irgendwie hat er irgendwas da in einer Leiche vielleicht oder so. Aber ich gehe auf jeden Fall hier lang. Oder so. Soll ich hier lang? Ich weiß es nicht. Ich weiche einfach mal. Es ist natürlich einfach hier durchzurennen, aber nein. Wir sind vorsichtig hier durch die Gegend. Stolzieren, stolzieren, WTF. Aber egal. So, was haben wir denn hier? Gold. So. Und das war eine komplette Sackgasse. Toll, gut zu wissen. Was soll's. Plündern wir halt die Höhlen. Wah. Okay, den haben wir jetzt da ein. Dann schleiche ich mich an dem vorbei. Voller Montur. Der Kerl. So, Schleichen verbessert. Das sieht ja gut an. Wo gehst du denn tiefer in die Höhlen rein? Hier wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Mal schauen. Diese Mission kenne ich irgendwie gar nicht, diese Quest. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall nicht an die erinnern. Ja, was soll's. Aha. Haben wir denn nicht hier irgendwo ein paar Goblins oder so? Und hier geht's nicht weiter, oder wie? Ach, Leute. Also war es jetzt wieder komplett ohne sie lang zu laufen. Toll. So, dann gehen wir halt hier lang wieder. Leise. So, dass uns niemand hört. Rennen wir also den Gang entlang. Ganz einfach. Hoffe, Peter. Okay. Können wir eigentlich, ich will es ausprobieren, einfach ganz normal gehen, ohne dass er mich entdeckt? Oder wie? Ich verstehe jetzt.